So, hallo. Lang ist's her. Wir machen mal ein bisschen weiter mit Mario Maker. Im Sinne von, ich nehme ein paar Videos auf, weil halt vor allem Sonne hat geschrieben, dass das Joris neue Level gebaut hat. Und jetzt weiß ich deinen Namen leider gerade nicht. Aber ich glaube, du warst der Bruder von Rasierer. Du hast auch irgendwann mal geschrieben, dass du was Neues gebaut hast. Und jetzt gucke ich mal in meine Liste, was da so alles ansteht. Achso, ich glaube, wir können das gucken, was wir im Ninchi Speedrun hatten. Ich glaube, der müsste ja schon lange durch sein. Also lange, lange durch sein. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Zwischenzeit jetzt einen verpasst habe, aber irgendwann ist es auch egal. Ah ne, das war der letzte. Okay, passt. Dann haben wir den auch gemacht. Gibt's da... Nein! Oh! Das war falsch. Das war nicht, was ich klicken wollte. Wiedersehen. Ah ja. Na, die ist ja riesig, die Freundesliste. Aber wir sind tatsächlich vorne mit dabei, das ist in Ordnung. Oha! Oh, ordentlich. Ordentlich, so. Hilfe, Schluck auf, geh weg. Gut, ich gehe auf meine Liste und wir gucken mal, was es Hübsches gibt. Also, ne, ich will jetzt vor allem so ein bisschen auf die Musiklevel gehen und vielleicht auf Leute, die mir ab und zu mal zugucken. Wir können zum Beispiel von Vicaris uns neue Level angucken. Da, Sonne hat, wie gesagt, neue Level. Nochmal Sonne. Nochmal Sonne. Nochmal Sonne. Nochmal Sonne. Da, Benny war's. Benny war's. Benny war's. Okay. Alles klar, genau. Das werde ich mir anschauen. Und vielleicht Musiklevel. Und vielleicht Vicaris Level, aber da bin ich ein bisschen... habe ich ein bisschen Angst. Wir werden erstmal jetzt alles von Sonne durchgehen. Das ist nämlich... Holy moly, da ist was zusammengekommen. Da ist richtig was zusammengekommen. Das haben wir gespielt, okay. Das haben wir gespielt, also bis Joris Mondlevel haben wir gespielt. Dann klicke ich jetzt alles andere durch. Ich werde mich jetzt nicht in jedem Level ganz lange aufhalten, da es recht viele sind. Einfach mal gucken, was hier so entgegenkommt. Also, ganz neues Joris Level vom 16.12.2020. Weltrekord ist 1,29. Okay, ich bin gespannt. Bosskampf. Bosskampf, okay. Ach du grüne Neune. I can't see stuff. Da ist Bowser, da ist eine Röhre. In die kann ich rein. Aha. Und dann kriege ich einen Yoshi. Und das ist doch schon mal was. Yoshi ist doch schon mal was. Da ist eine Tür. Das habe ich mir schon gedacht, dass das die Tür ist. Eieieiei. Okay, wir lassen Bowser mal Bowser sein. Okay, warum will ich den drücken? Hier sind ganz viele solche Helme. Dann setze ich mir jetzt erstmal gerade einen auf. Oh nein! Hat sich erledigt. Ich wollte ihn eigentlich raus... Ah, okay. Ah, ja! Hier sind einfach mal Millionen Bosse. Die sich gegenseitig treffen. Das ist auch okay. Weil die... Ah, nee, die Dinger treffen, die da runterfallen. Okay, hier kann ich runter.
Das Problem ist, die schießen halt. Also wenn die jetzt schießen, schießen die hier bis runter. Oh, hier unten ist überhaupt. Oh. Oh! Das ist Ziel. Dann hoffe ich, dass ich mit genug Glück da reinkomme. Okay. 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 Ich glaube, das war sogar schneller als der Weltrekord. Oh. Ja, dann müssen wir da nochmal rein. Den hole ich mir. Ganz fix. So nicht. So, du kommst mit. Dann schwebt es sich leichter, schwimmt es sich leichter. Ich muss ja nur da unten rum. Easy. Sehr schön. Okay. Haben wir das. Haben wir das. Das sieht doch schon viel besser aus. Okay. Nächstes Level. Morten. Nochmal ein Bosskampf. 1,49. Also da hat sich jemand wahrscheinlich noch nicht so viel Mühe gegeben. Oder ist es jetzt wirklich mal ein langes Level? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht ist es auch ein langes Level. Okay, wir kriegen wieder so ein Ding. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Okay. Und da ist ein Yoshi drin. Oh, ja, tschüss Yoshi. Da ist Morten. Muss ich besiegen oder kann ich... Nein, ich kann nicht hier drüber. Oh, das habe ich nicht realisiert. Okay. Aber es war auch blöd, den Yoshi da zu verlieren. Autsch. Das hat nicht hingehauen. Jetzt bin ich besonders vorsichtig. Ja. Was ist eigentlich hier? Oh nein. Oh nein. Oh, okay. Da sind P-Switches, aber die brauche ich nicht, glaube ich. Also hier am Anfang durchkommen, das erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber wenn man das hat, passt die Geschichte. So. Jetzt, los geht's. Okay, hier unten ist nichts. Na, dann müssen wir uns um Morten kümmern eben. Okay. Ist in Ordnung. Toll. Das ist jetzt nicht so gut. So. Okay. No, Yoshi. No. 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 Ich bin so doof. Oh, das war... Oh mein Gott, das war... richtig dämlich. Also wir müssen auf... Nein! Oh, no! Wir müssen auf beide achten. Auf den kleinen und den großen Trotz. Ah, hier kann ich mir die eine Minute tatsächlich vorstellen, dass die relativ realistisch war. No, 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 no. Oh mein Gott. Da ist einfach selber in dem Ding gelandet. Das darf natürlich nicht passieren. Okay. Let's go. Neuer Versuch.
Oh, ich muss sogar den einen besiegen. Ich sehe gerade, dass das eine Bedingung ist. Ich muss den sogar besiegen. Okay, 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 alles klar. Ja, komm hier runter. Genau, sehr gut. Hier kannst du wüten, so viel du willst. So ist es gut. Perfekt. Und schau. So, du kannst mich mal... Nein! Okay. Oh, nee, ich brauche den auch noch. Ups, er kann mich doch nicht mal. Oh nein. Oh nein. Oh no. Ich brauche beide. Okay. Ich brauche den zweiten für den Schlüssel. Alles klar. Na dann auf. Na dann auf. So, komm hier runter. Hier ist cool. Hab ganz viel Spaß. Oh, jetzt kümmern wir uns beide gleichzeitig. So, ist gut. Komm hier runter auch. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Nein, das Feuer... Oh, es hätte so gut laufen können. Oh, es wäre so schön gewesen. Ach, es wäre so ein schöner Kampf gewesen. Aber das Feuer an der Wand. Okay. Nein! Nicht schon wieder. Nein! Will da wieder rein? Will da wieder rein? Nein! Hier, Abflug. Und jetzt darüber. Sehr gut, jetzt sind sie beide da drüben. Da will ich euch haben. Nicht so. Nicht so. So ist gut. Und du machst auch einen Abflug. Mist! Ah! Jetzt! Nein! Jetzt! Jetzt holen wir den wieder und er ist da drüben. Und macht jetzt Augenabflug. Und jetzt machen wir einen Abflug. Easy. Komm. Ah! So, zack. Zack. Jetzt vorsichtig nicht in die Säge rennen. Perfekt. Puh. Das war mal eine etwas andere Geschichte. Okay. Sehr schön. Gut, dann weiter im Programm. Boing, 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 boing. 28 Sekunden. Gut, wir werden Link, finde ich gut. Weg mit euch. Tschüss. So geht's auch. So. Okay. Yay! Das war das Level. Jetzt gucken wir noch kurz, was die anderen Türen machen, aber ich glaube, die eine führt ein bisschen weiter nach vorne. So als kleine Abkürzung. Und die anderen scheinen da in einen anderen Bereich zu führen. Wo ich nicht weiterkomme dann. Können wir uns kurz angucken. Ja, genau. Das ist die. Genau, das ist die, wo ich meinte, die führt ein bisschen weiter nach vorne. Na, dann kommt mich ein bisschen schneller durch.
jetzt wo wir schon wissen, dass man die gar nicht besiegen muss und man einfach weiter muss, kann man das hier gleich nochmal ein bisschen erhöhen, den Weltrekord. Oh, ich muss sie besiegen. Ha! War eine Zielbedingung, habe ich gar nicht gesehen. Ups. Lost. Die Tür? Ach, die führt hier oben hin. Okay. Gut, dann machen wir noch einen etwas besseren Rekord und dann ist alles okay. Wenn man es natürlich schafft, hier genau passend zu landen, kommt man hier deutlich schneller rüber. Ah! Und kann viel Zeit sparen, aber wie man sieht, kriege ich genau das nicht hin. Okay. Ja, der war gut. Der war nicht gut. Der war okay. Der war okay. Ja. Yes. Es war recht schnell. Es war recht fix, würde ich sagen. Es war recht fix. Nicht das Schnellste, aber fix. Gut. Prima. Nochmal Rekord verbessert. Weiter geht's. Joris genervt Level. Joris ist genervt von diesem Level. Okay. Nun gucken wir doch mal rein. Besiege alle Stachis und erreiche das Ziel. Das sind alles keine Stachis, also lassen wir die einfach mal in Ruhe. Da kriegen wir einen Yoshi. Da geht's rein. Okay. Kommen hier die Stachel? Okay, da kommen Stachis. Oh, da waren alle drei. Da waren drei Stachis in einem, oder wie? Okay. Das brauche ich gar nicht. Das heißt, hier die Stachis besiegen reicht schon. Und dann geht's hier drüben ins Ziel, oder wie? Ah, okay, alles klar. Zack. Da waren also drei Stachis auf einem Haufen. Okay. Okay, den Rekord holen wir uns. Der ist einfach. Den holen wir uns ganz fix. Leider wird man durch den Stern nicht schneller unter Wasser. So. Ja, das sind tatsächlich drei Stachis. Cool. Und Abflug. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Das hat nicht gereicht. Oder? Oh yeah, Mario Time. Ich glaube, das hat nicht gereicht. Yo, der wird ja interessant. Der ist einfach. Okay. Der ist sogar ganz schön heavy. Runter, 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 ganz schnell. Aber ich glaube, der Stern macht mich nicht schneller, ne? Yo, wie? Wie? Ich bin schon wieder zu langsam. Wie? Oh yeah. Wo verliere ich Zeit? Vielleicht Yoshi holen. Vielleicht ist Yoshi Yoshi holen ist Zeitverlust. Yoshi holen ist Zeitverlust. Ich darf Yoshi nicht nehmen. Okay. Ich darf Yoshi nicht nehmen. Muss direkt in die Röhre. Zack. Und dann hoffen, dass ich den Stern berühre vor dem Stachi. Nein! Nicht da rein. Hier rein. Und dann go. Go. Nein. Ist es immer noch zu... Was? Oh yeah, Mario
time. Wie hat sie den Rekord geschafft? Yo. Gibt es eine Möglichkeit, unter Wasser schneller zu schwimmen, die ich nicht kenne? Ich sehe nichts, was mir hier hilft. Alter! Ich meine, das kostet keine Zeit, weil ich ja sofort wieder rausgehe. Das ist schon... dumm, dass das jetzt zweimal passiert ist. So, aber ich kann doch nicht schneller. Ich. Wie soll ich denn noch schneller darüber schwimmen? Oh yeah. Wie? Das reizt mich jetzt. Wie soll das denn gehen? Mist, wo verliere ich denn jetzt Zeit? Wenn ich am Anfang über alle drüber schwimme, ist das vielleicht schneller? Oh, jetzt bin ich groß, das ist nicht gut. Ich will nicht groß eigentlich sein. Ich meine, jetzt sind wir schon bei 2,88, so. Jetzt aber bei zwei. Ich brauche mindestens 7 Mario-Sekunden, um darüber zu schwimmen. Ne? So, das wird einfach nicht schneller. Und mit Yoshi bin ich auch nicht schneller. Wie kommt man da hin? So schnell. Das ist ja faszinierend. Sind hier Stachis in dem Raum vielleicht? Und ich brauche gar nicht die Röhre? Nein. Hier hinten sind keine Stachis. Sind auch. Wie kommt man denn hier so schnell durch? Also ich meine, klar, hier ein bisschen schneller in die Röhre rein, aber. Dann hier direkt schießen. Okay, das geht ein bisschen schneller mit Yoshi, das ist richtig. Aber ich habe keine Möglichkeit, noch schneller zu schwimmen. So, die habe ich einfach. Oh, wait, ich bin schneller. Ich bin schneller gewesen jetzt. Oh yeah. Mario schnell time. Genug? War ich schnell genug? Ich glaube, ja. Es könnte reichen. Yes! Ja gut, Problem gelöst. Alles klar. Joris, 4 Pflanzen. Neues Level mit Pflanzen. 100% Clear Weight, 49 Sekunden. Okay. Ich hoffe, ich mache die Clear Weight jetzt nicht kaputt. Dadurch, dass ich rumprobiere. Oha! Ich kann hier direkt sterben. Das will ich gar nicht probieren. Aber ich muss die ja sogar kaputt machen. Ich muss die kaputt machen und dann geht's durch die Tür hierher. Okay, alles klar. Ah, jetzt habe ich... Ja, jetzt ist die Clear Weight schon kaputt, weil ich neu gestartet habe. Ups. Das war nicht, was ich wollte, aber es ist okay. Dafür haben wir einen schönen Rekord aufgestellt. So, es geht auch. Okay. Dann eins noch, Joris Poke-Level. Auch 100% bisher. Ach, 16.01., das ist sogar noch relativ frisch.
Das waren leider nicht alle Pokies. No! Okay, das waren leider nicht alle Pokies, die ich besiegt habe. Na! Na! So geht das. Jetzt guck mal kurz, wohin die zweite Tür führt. Mit Sicherheit in den Tod, aber in welchen ist die Frage? Ja, das ist die Frage, wohin die zweite Tür führt. No. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir alle 9 Joris-Level uns angeschaut und dafür einen ganzen Part gebraucht. Dann geht's nächstes Mal, denke ich, noch weiter mit dem Level von Kablu. Quatsch, Kablu. Also Kablu auch, aber vor allem mit dem von Benny. Der als erstes, ne? Das machen wir als erstes. Das sieht auch schon interessanter aus. Ich bin gespannt. Also interessanter von der Schwierigkeit her. Ich bin gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.